They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Dieser Salat erinnert mich gerade an was. Wir haben einen Ausverkauf im gläsernen Schuh. Wie kann ich denn einen Salat daran erinnern? Du bist süß. Also, wer hat heute nach dem Unterricht Lust auf Shopping? Ich bin dabei. Oh, ich kann nicht. Ich nehme am Royal Schönheitswettbewerb teil. Ich wollte es euch nicht erzählen, weil ich dachte, ihr findet es albern. Aber ich bin gerne ein mutiges und selbstbestimmtes Mädchen. Es ist nicht albern. Ich kann nur sagen, zeig es ihnen. Ein breiteres Lächeln, Miss White. Breiter, Miss Beauty. Wie ein Honigkuchenpferd, Miss Wood. Aber meine Wangen tun schon weh. Schön zu sein ist oft harte Arbeit. Oh, diese Schuhe sind ja so unbequem. Ich kann darin überhaupt nicht laufen. Mutiger, mein Liebes. Kommen wir nun zur Wettbewerbsdiskussion. Euer Thema wird sein, wieso ist gut auszusehen? So viel wichtiger als, naja, als alles. Später nochmal. Ich dachte, in diesem Wettbewerb ging es darum, ein hübsches, selbstbewusstes Mädchen zu sein. Nicht um drückende Schuhe. Nicht um albernes Lächeln. Sondern um Wichtiges. Wie schlau und anmutig zu sein und... Und um unsere innere Schönheit. Sie hat recht. Apple, es tut mir leid, was ich vorhin bei der Probe gesagt habe. Warum? Es war doch die Wahrheit. Und mir ist klar geworden, dass es bei diesem Wettbewerb nicht darum geht, was Schönheit wirklich bedeutet. Und was können wir jetzt machen? Wir geben diesem Wettbewerb einen neuen Sinn. Du meinst, wir ändern das Diskussionsthema, sodass es darin um selbstbestimmte Mädchen geht? Genau. Ist es nicht das, woher wahre Schönheit kommt? Wahre Schönheit bedeutet, jeden Tag sein Bestes zu geben und niemals zu vergessen, dass jeder von uns etwas Besonderes ist, auf seine eigene bezaubernde Art. Das war ja wundervoll. Haben wir schon eine Gewinnerin? Ich habe sehr lange nachgedacht und mich gewählt. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.